zeige euch jetzt mal die zwei Objekte, wie die jetzt aussehen nach der langen Zeit. Also beim SA-Dolch ist nicht mehr viel übrig. Ist komplett verrostet. Und beim HJ-Messer, da habe ich die Klinge weggebrochen. Heute, nach anderthalb Jahren, zeigen wir euch das Ergebnis von dem SA-Dolch und von dem Hitler-Jugendmesser. Das hat etwas länger alles gedauert. Eigentlich wollte ich das ja spätestens bis Winter geschafft haben, das hat aber alles nicht geklappt. Und jetzt hier vorne auf dem Tisch seht ihr die Box. Da sind die zwei Objekte drin. Und heute werden wir die da rausnehmen, das letzte Mal ein bisschen abbürsten, das Wasser wegkippen und die Scheiden abziehen und gucken, wie die Klingen aussehen. Wir haben das Wasser regelmäßig gewechselt, alle zwei Wochen spätestens wurde mal frische destillierte Wasser drin gemacht. Und wir werden versuchen, das Beste noch da rauszuholen und zeigen euch jetzt erstmal die zwei Objekte. Da kann man sie jetzt sehen. Durch die Bewegung ist das jetzt alles ein bisschen aufgewühlt. Und deswegen sieht das so ein bisschen trüb aus. Wir nehmen die jetzt mal raus. HJ-Messer haben wir jetzt als erstes mal abgebürstet. Jetzt werden wir versuchen, ob sich die Scheide lösen lässt. Die ist nämlich locker. Das haben wir heute bemerkt. Wir zeigen das mal eben, wie locker die ist. Wir werden jetzt versuchen, vor der Kamera zu zeigen, wie wir die Klinge da rausziehen. Kann man sehen, hat sich schon ein bisschen gelöst. Jetzt geht's weiter. Ich bin echt gespannt. Das Wasser weist jetzt nach der Öffnung so einen leichten Ölfilm auf. Lässt auch schließen, dass die Klinge eingeölt wurde, weil die Messer wurden ja auch eingewickelt. Und wahrscheinlich hat derjenige die ja so Art konserviert, mit Öl eingeschmiert und dann eingewickelt. Und diese Schicht, die auf der Klinge ist, die lässt sich ganz leicht entfernen, ist ganz weich. Ich zeige es mal kurz so. Das ist wie so eine dicke Schicht und diese Bubbelze lassen sich da ganz einfach runterreiben.
das ist jetzt erstmal der Zustand nach dem Abbürsten. Wie ich finde, sieht die Klinge noch richtig gut aus. Und wie wir jetzt weiterverfahren mit dem Messer, das weiß ich noch nicht. Das wird noch weiter gereinigt. Und dann werden wir das sicherlich irgendwie konservieren. Aber jetzt machen wir erstmal gleich weiter mit dem SA-Dolch und gucken, ob wir da auch die Klinge rausbekommen. Jetzt befreien wir noch den SA-Dolch-Grube vom Rost von außen und dann gucken wir, dass sich irgendwie die Klinge lösen lässt. Mal gucken. Scheint aber etwas fester zu sitzen. Und so sieht der SA-Dolch jetzt aus nach dem Bürsten. Letzte Mal Bürsten. Wie man sehen kann, sind die Beschläge etwas, ja, wir haben so eine Verfärbung bekommen. Das war am Anfang nicht so. Nach den ersten 2-3 Monaten war das Ergebnis bei den Beschlägen eigentlich am besten. Und danach wurde es eigentlich nicht besser. Dennoch hoffe ich, dass sich jetzt sehr viel Rost gelöst hat. Im Inneren auch, dass wir jetzt die Klinge da rausholen können. Und dazu werde ich jetzt einfach mal... Ich will mal gucken, ob das auch ein bisschen lose ist hier. Aber da tut sich nichts. Das sitzt fest. Deswegen werde ich jetzt einfach ein Stück Holz nehmen und mal ein bisschen klopfen von der Seite und mal gucken, ob sich das dann lösen kann. Nachdem wir jetzt da noch ein bisschen weiter rumgeklopft haben mit dem Holzstück, hat sich da jetzt was gelöst. Die Parierstange, die ist jetzt davon ein bisschen locker geworden, aber die Klinge scheint immer noch fest in der Scheide drin zu sein und nicht rauszukommen. Ja, Quies. Die Klinge ist immer noch fest. Und wir wissen nicht genau, wie wir das lösen sollen. Möchtest du es mal versuchen? Okay, dann mach du mal. Versuch du mal, die Klinge zu lösen. Wahrscheinlich ist die Klinge ja auch da ziemlich fest gerostet. An der Feder. In der Scheide ist ja eine Feder drin, die Klinge festhält und wahrscheinlich wird da irgendwie mit festgerostet sein. Kann also durchaus passieren, wenn man versucht, das rauszuholen, dass die gesamte Scheide dabei zerstört wird. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Die Klinge muss auf jeden Fall raus, sonst rostet die da drin immer weiter und vergammelt. Also wir haben jetzt die Parierstange ein bisschen nach unten abgelöst. Und dort sieht man, dass da jetzt so ein schmieriges Zeug rauskommt. Und wir haben jetzt vor, einfach mal die Parierstange noch weiter zu lösen nach unten, so dass man da oben mal reingucken kann. Vielleicht kann man das dann da irgendwie lösen. 4 Tage ist es jetzt her, seitdem wir die Klinge rausgezogen haben. In den 4 Tagen haben wir versucht, die Klinge vom SA-Dolch auch rauszubekommen, was jetzt letzten Endes ein Stückchen geglückt ist. Das zeige ich euch gleich. Aber ich möchte euch erstmal das HJ-Messer zeigen. Das haben wir nämlich mit diesen Reinigungsstiften nochmal ein bisschen nachgereinigt. Und hier sehen wir jetzt das Emblem, das sieht wieder richtig gut aus. Man kann eigentlich alles sehr gut erkennen, haben den oberflächlichen Dreck entfernt und auch diese Rostbubbelzer, die da überall dran sind oder waren, die haben wir teilweise entfernt, schon mal grobe noch. Man kann jetzt wieder sehr schön die Klinge erkennen, die hat eine sehr schöne dunkle Patina bekommen und das wollen wir eigentlich auch so lassen. Das ist vermutlich vom destillierten Wasser. Man kann hier die Inschrift sehen. Also ich kann das sehen. Ich denke mal, auf der Kamera kann man das nicht sehen. Wir werden euch versuchen, ein Foto einzublenden, wo man das erkennen kann. Aber hier ist die Inschrift Blut und Ehre zu erkennen. Und jetzt, in diesem Teil des Videos, geht es jetzt erstmal weiter mit dem SA-Dolch. Und da erkläre ich euch jetzt erstmal, was damit passiert ist in den letzten 4 Tagen und wie der jetzt aussieht. Also um euch mal die Geschichte zu erzählen, was in den letzten 4 Tagen passiert ist. Wir haben ja gesagt, wir werden versuchen, die Klinge da rauszuholen. Wir haben alles versucht, rütteln, ziehen und mit Holz da rumklopfen. Aber es hat sich nichts gelöst. Also das war absolut bombenfest. Da konnte man nichts machen, um die Klinge irgendwie zu bewegen. Letzten Endes habe ich mich dazu entschlossen, den SA-Dolch mit WD-40 einzusprühen und den darin einzulegen. Ich habe dann also überall in den ganzen Lücken hier auch an den Schrauben außerhalb WD-40 reingesprüht und habe den in der Nacht eingelegt und am nächsten Tag konnten wir die Schrauben rausschrauben. Die sind hier drin. Die sind auch komplett unbeschädigt und in sehr gutem Zustand. Also da ist nichts. Die konnten wir richtig locker und einfach rausdrehen, ohne die jetzt kaputt zu machen. Die kommen natürlich da auch wieder rein.
Und dann konnte ich in die Löcher auch nochmal mit diesem Röhrchenaufsatz WD-40 reinsprühen. Und überall sind ja so Löcher, kann man hier sehr gut sehen. Da habe ich auch überall WD-40 rauf und drin gesprüht. Wird es da eingesickert. Und am zweiten Tag hat sich noch nichts getan, am dritten Tag auch noch nicht. Erst heute war es soweit. Immer wieder mit täglichen Einsprühen und versuchen, das rauszuziehen. Hat sich dann irgendwann ganz leicht was gelöst. Das Gesamtstück hier war etwas dicker und da war auch noch Material dran. Das ist aber weggebröckelt und weggebrochen. Das war das ganz empfindliche Material, was noch erhalten geblieben ist. Und das konnten wir aber nicht erhalten, weil das so eine Gewalt erfordert hat, den jetzt so weit rauszubekommen. Dabei haben wir die Parierstange auch abgezogen. Gucken, ob ich die wieder aufmachen kann. So, jetzt kann man mal genau sehen, wie weit das schon draußen ist. Also um die Parierstange abzubekommen, mussten wir sowieso ein bisschen von dem Rostzeug entfernen. Und jetzt ist nur noch das stabile Material übrig geblieben. Das sitzt immer noch bombenfest. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fest das ist. Wir werden jetzt weitermachen und die Klinge live rausholen. Und dazu verwende ich dieses Ding. Ja, das werde ich hier an diesen Griff quasi anschrauben. Und dann werde ich mit einem Hammer auf die Schraubzwinge schlagen, während ich die Scheide festhalte. Und dann zieht die Schraubzwinge hoffentlich die Klinge raus und alles bleibt heile. Und wir werden gleich sehen, wie die Klinge aussieht. Ich habe jetzt die Schraubzwinge an den ehemaligen Griff geschraubt, also an die Griffstange, die noch übrig ist. Ich werde jetzt hier unten, so gut es geht, hier unten anfassen am Beschlag. Ich schlage jetzt immer hier ruf und dann müsste die Klinge nach unten sich ausbewegen. Man kann sehen, dass sie sich wieder ein Stück bewegt hat. Ist wieder ein Stück weiter rausgekommen. Ich habe auch vorhin, wo sie angefangen hat, sich zu bewegen, nochmal WD-40 ganz viel rein gesprüht, damit es schön rutscht, damit es nicht so zerkratzt wird. Und jetzt werde ich ein bisschen weiter hämmern. Ein paar Millimeter ist sie wieder weiter rausgekommen. Millimeter für Millimeter kommt es raus, aber das ist wirklich bombenfest. Hier unten kann man jetzt schon ganz leicht einen Stempel erkennen, dort. Aber was da steht, kann ich noch nicht sagen. Aber wir werden weiter kloppen. Oh, hab ich mich erschreckt. Ich mich auch. Zum Glück ist nichts passiert, ist nur die Schraubzwinge abgefallen. Die muss wieder befestigt werden. Wir haben sie wieder ein Stück weiter draußen jetzt. Stück für Stück geht es immer weiter. Also wir haben sie jetzt ziemlich weit draußen. Scheide ist jetzt ziemlich locker. Und ich denke, wir können die jetzt ohne das Rausklopfen abziehen. Du hast gesagt, das geht einfach. Die Klinge sitzt immer noch ziemlich fest, man bekommt sie trotzdem nicht rausgezogen. Deswegen spanne ich die jetzt nochmal mit so einem kleinen Ding ein und dann schlagen wir sie ganz gerade vorsichtig raus. Da kommt's raus. Und jetzt ist es, denke ich mal, soweit, oder? Ob man es schon ziehen kann. Okay. Ja, jetzt ist es locker, es kommt jetzt raus, der Moment der Wahrheit. Versuch es ohne Bewegung gerade rauszuziehen.
Erneut sind mehrere Tage vergangen. Wir haben jetzt die Klinge vom SA-Dolch nochmal so grob gereinigt. Man sieht, dass es jetzt ein bisschen besser aussieht, ein bisschen glänzender, ein bisschen mehr vom Rost und vom Dreck befreit. Und man kann den Stempel erkennen. Ich werde euch mal ein Bild einblenden, wie der Stempel eigentlich aussieht, damit ihr das mal sehen könnt, weil so kann man das ja nicht richtig erkennen. Es gab so spätere Modelle, die 1941 produziert wurden, in großen Mengen. Und hier handelt es sich dabei aber um ein etwas älteres Modell. Die wurden irgendwie von 1933 bis 1935 hergestellt, diese SA-Dolch-Reihe. Und auf dieser Seite befindet sich halt diese Ätzung, dieser Slogan, der damals in die SA-Dolche eingebracht wurde, alles für Deutschland. Den kann man jetzt natürlich nicht mehr sehen in dem Zustand. Wir wollen aber noch weitermachen, sodass man den später eventuell noch richtig deutlich wieder erkennen kann. Wir sind ja noch nicht fertig mit der Reinigung. Aber wenn man genau hinsieht, dann kann man hier, so ist es richtig, wenn man genau hinsieht, dann kann man eventuell hier so ein paar Ansätze von der Schrift erkennen. Hier zum Beispiel direkt über meinem Finger sieht man ein bisschen was davon. Auf der Kamera ist es immer schwer zu erkennen, aber wir können das ja so genau beurteilen, wenn wir uns den hier in live angucken. Und da steht auf jeden Fall alles für Deutschland. Ja, so viel erstmal zur Klinge vom SA-Dolch. Die lege jetzt erstmal kurz hier hin. Dann haben wir die Scheide, die bleibt jetzt auch erstmal in diesem Zustand. Wie wir da genau mit weitermachen, wissen wir noch nicht. Die wird natürlich von innen noch mal ein bisschen gereinigt, aber die wird jetzt nicht mehr ins destillierte Wasser gelegt oder sowas, sondern die bleibt jetzt erstmal so. Ja, mal gucken, wir werden die auf jeden Fall noch weiter reinigen, versuchen irgendwie noch von Rost zu befreien und irgendwie noch ein bisschen besser machen und von innen drin. Und dann wird die konserviert, wahrscheinlich in Paraffin eingekocht. Und um mal eine Frage zu beantworten, die immer wieder aufgetaucht ist. Immer wieder haben mich Leute gefragt, ob wir denn diesen Adler noch haben vom SA-Dolch, vom Griff. Hier ist er, um das jetzt ein für alle Mal auch mal zu klären. Das ist der Adler, der vorne in den Griff eingelassen ist vom SA-Dolch. Und hier ist die Pastille, die auch an den Griff rankommt. Die haben wir noch nicht gereinigt, die sind immer noch im Fundzustand, die zwei kleinen Objekte. Die werden aber noch gereinigt und dann schauen wir mal, wie die dann demnächst aussehen. Und dann kommen wir mal zu dem HJ-Messer. Das HJ-Messer, wie man sehen kann, ist ja sehr schön geworden. Die Klinge ist in einem grandiosen Zustand, würde der Preußensondler jetzt sagen. Zu dem Hitlerjugendmesser möchte ich euch natürlich auch noch ganz kurz was erzählen, denn hier vorne ist die Ätzung zu erkennen, Blut und Ehre. Das kann man aber, wie gesagt, auf der Kamera auch nicht erkennen. Und auf der Rückseite haben wir den Stempel. Grälwieso steht dort, Grälwieso Solingen. Und das ist genauso wie beim SA-Dolch ein etwas älteres Modell. Und zwar wurde der anhand der Recherche, was ich rausgefunden habe, von 1936 bis 1939 hergestellt. Also wirklich in einem richtig schönen, grandiosen Zustand. Aber die Klinge ist immer noch leicht belegt mit Rost. Und wir wollen den Rest noch entfernen. Und das ist der Grund, warum wir den jetzt nochmal in destilliertes Wasser einlegen. Die SA-Dolch-Klinge kommt auch nochmal in destilliertes Wasser jetzt. Und das war's. Dieses Objekt und die Parierstangen vom SA-Dolch. Alle weiteren Objekte sowie die Parierstangen und die Pastille und der Adler, die kommen natürlich nicht ins destillierte Wasser mehr. Da gucken wir, wie wir die jetzt anders weiter reinigen. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ich kann jetzt nicht so viel voraussagen. Wir müssen gucken. Bei der Scheide muss man ja vorsichtig sein. Die können wir jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Säuren oder sowas behandeln. Das geht ja nicht. Dann geht das alles kaputt und zerfällt. Deswegen müssen wir schauen, wie wir das machen. Irgendwie werden wir da schon eine Möglichkeit finden, die innen drinne noch ein bisschen zu reinigen. Ja, die zwei Objekte liegen jetzt im destillierten Wasser. Ich werde jetzt einen Deckel gleich drauf machen und das an einem dunklen Ort verstauen. Und das wird wirklich stockduster sein, sodass da kein UV-Licht rankommt, weil das destillierte Wasser verliert wohl seine Wirkung dadurch, wenn da Licht rankommt mit der Zeit. Und dann werden wir das einmal in der Woche nochmal abbürsten und wieder wechseln. Und ja, der grobe Plan ist halt so, dass wir die jetzt nochmal vom Rost befreien und entsalzen und noch weiter reinigen, sodass man die Schrift noch besser erkennen kann. So viel wie geht, so viel rausholen wie möglich, damit es am Ende richtig schön aussieht. Und dann werden die wahrscheinlich in Paraffin eingekocht. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr vielleicht eine Idee habt, was wir machen können damit. Vielleicht eine andere Möglichkeit der Konservierung oder wie wir den Rost noch entfernen können. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, war einigermaßen informativ. Und mal sehen, wie es weitergeht im nächsten Teil über den SA-Dolch und dem Hitlerjugendmesser.
Danke, dass ihr wieder mal vorbeigeschaut habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Halt! Noch ist das Video nicht zu Ende. Bevor wieder Fragen auftauchen, möchte ich noch kurz das aufklären, was ihr am Anfang vielleicht gesehen habt. Das andere Messer mit der abgebrochenen Klinge. Dabei handelt es sich um ein Pfadfindermesser, welches ich mal in dem kaputten Zustand gefunden habe. Da habe ich aber kein Video von gedreht, weil das ja, war nicht so ein besonderer Fund und ich hatte keine Kamera mit an dem Tag. Das zweite Objekt, was ihr da am Anfang gesehen habt, das ist diese Klinge hier unten. Das ist auch eine Klinge von einem SA-Dolch. Allerdings habe ich die nicht gefunden, die habe ich mal von jemandem geschenkt bekommen. Die ist aber ganz verrostet, da kann man nichts mehr drauf erkennen. Und hier könnt ihr nochmal den SA durchsehen mit allen Teilen. Ja, jetzt ist es aber zu Ende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Sondeln.